seid ihr stadtklar? Kann ich anfangen? Ja! Okay, Spitzwegerich. Das erste, was der Spitzwegerich sah, als er einen Blattfinger aus der Erde streckte, war die Sonne. Sie streckte ihm ihre Strahlen entgegen und zog ihn empor. Der Spitzwegerich dachte, wie gut und schön muss diese Welt sein, die ihm eine Sonne schenkt. Und er dachte, die große, strahlende, heiße Sonne sei nur für ihn da. So wuchs er ihr entgegen. Nach einiger Zeit kam sein Pflanzenwesen und lehrte ihn seine Aufgaben. Oh, es gab viele Aufgaben. Erde, Wasser und Sonne gaben ihm ganz besondere Kräfte und er verwandelte sie in eine seine einzigartige Kraft. Kraft des Spitzwegerichs. Irgendwann entdeckte er im Garten, nicht weit von der Stelle, wo er früher gelebt hatte, eine wunderschöne Blume. Sie war von solcher Schönheit, wie er es noch nie zuvor gesehen hatte. Bienen und Fliegen umschwirrten sie, und der ganze Garten sah bewundernd zu ihr auf. »Wie heißt du denn?« fragte der Spitzwegerich. Da nun Sonne war. »Sonnenblume, weil ich dein Ebenbild auf Erden bin. Sonnenblume«, rief das Kraut entzückt. »Ja, es gibt denn Besseres, als Sonnenblume zu sein?« Tochter der Sonne, Sohn der Erde, wunderschön, jedoch ohne zu blenden. Wie gütig du bist, Blume. Lasst alle an deiner Schönheit teilhaben. Oh, ich will nichts anderes als Sonnenblume sein. Dein Wunsch soll erfüllt werden. Zauberstab, sagte das Wesen. Und schon war das Spitzwegerich die schönste Sonnenblume, die es je auf Erden gegeben hatte. Alle reckten ihren Köpfe nach ihr und bewunderten sie. Oh, ich bin ja so glücklich. Das ist wahrlich das größte, höchste Glück, die Sonne auf Erden zu sein. Was soll es Besseres geben? Dies hörte ein Vogel und ärgerte sich über den Hochmut der Pflanze. Er flog zu ihr und pickte ein paar ihrer Samen aus der Blüte. Was tust du, rief die Sonnenblume entsetzt, du zerstörst meine Schönheit. Blume, was ist deine Schönheit gegen meine Kraft? Du kannst nichts weiter als schön sein. Was nützt dir? Siehst du ja. Du bist nichts als ein paar Sonnenblumenkerne zum Essen für mich, damit ich herumfliegen und mir die Welt ansehen kann. Du siehst, ich bin mächtig. Der Spitzwegerich, der Sonnenblumen war, dachte lange nach. Ja, er war fest verwurzelt, durfte sehen, was in seinem Garten passierte, während dieser Vogel die ganze Welt entdeckte. Und der Vogel musste wirklich sehr mächtig sein, wenn er selbst die Sonnenblume zum Untertan machen und sie aufessen konnte. So sprach der Spitzwegerich. Ich möchte Vogel werden. Und wieder erfüllte das Pflanzenwesen den Wunsch des Krauts und verwandelte es in einen Vogel. Wie dumm ich doch war, lachte der Spitzwegerich, der nun Vogel war, dass ich nicht gleich erkannte, was das Allerherrlichste ist, Vogel zu sein. Der Spitzwegerich flog hoch in den Himmel. Er fraß, was ihm zwischen den Schnabel kam. Er sang und er war glücklich wie noch nie zuvor in seinem Leben. Als er eines Tages durch die Lüfte jagte, wurde er plötzlich ohne jede Vorwarnung dunkel um ihn. Es schlug wild mit seinen Flügeln. Er kam aber nicht von der Stelle. Zuerst dachte er, der Himmel sei eingestürzt. Doch dann hob sich der Himmel, eine feste Menschenhand packte ihn und er holte ihn aus dem Netz. Was für ein süßer Vogel, lachte eine Stimme. Das wird sich gut machen im Käfig. Und der Spitzwegerich, der Vogel war, wurde in einen eisernen Käfig gesteckt. Traurig und niedergeschlagen saß er nun auf einer Stange und seine Welt war ein kleines dunkles Zimmer. Konnte nicht mehr fliegen, bekam sein Essen durch ein Türchen geschoben, wollte sich an nichts mehr erfreuen. Oh. Alles, was er zu tun gab, war, den Menschen zuzusehen. Er sah sie sprechen. Er hörte sie singen, eine Musik, die ihm noch viel schöner erschien als seine eintönigen Lieder. Er sah sie tanzen, schreien, küssen und herumtollen. Und sie waren frei. Was für ein Leben, dachte er, Mensch zu sein. Das ist das wahre Glück. Wesen, wenn du mich hörst, lass mich Mensch werden. Und schon war der Spitzwegerich, nachdem er Sonnenblume, Blume, Vogel gewesen war, Mensch.
Nun konnte er tanzen, lachen, weinen. Er konnte an deren Freiheit rauben und sie wieder schenken. Er konnte Blumen wachsen lassen und sie brennen, wieder brechen. Er konnte sogar der Sonne ins Auge sehen oder sie aus seinem Haus vertreiben. Ja, der Mensch war eindeutig das mächtigste Wesen auf Gottes Erde. Die nächsten Wochen waren die glücklichsten, die der Spitzwegerich je erlebt hatte. Sein Leben als Mensch, bis er eines Tages ein seltsames Ziehen in der Brust spürte. Und ein heftiger Husten bekam. Huste. Bald konnte er sein Bett nicht mehr verlassen, sah keine Sonne mehr und es gab kein Lachen, kein Tanzen und kein Essen schmeckte mehr. Eine schlimme Krankheit saß an seinem Bett und hatte den mächtigen Menschen niedergestreckt. Es steht schlecht um ihn, sagte der Arzt. Wenn wir nicht bald die rechte Medizin für ihn finden, gibt es keine Hoffnung. Da erschien am Bett des Spitzwegerichs, der Mensch war eine Kräuterfrau, sah ihn fiebern und husten. Sie sagte, es gibt ein Kraut, das deine Krankheit besiegen und dich wieder gesund machen kann. Es ist eine wunderbare, kräftige Pflanze, ein wahres Geschenk des Himmels und sie wächst neben deinem Haus. Ich habe sie dort gesehen. Zauberstab rausstrecken. Wie heißt dieses besondere Kraut? Fragt der Mensch mit schwacher Stimme. 3, 2, 1. Spitzwegerich, sagt die Frau. Nochmal. 3, 2, 1. Spitzwegerich. War gut. Okay. Und was sagt uns diese Geschichte jetzt? Also ich meine, okay, was können wir richtig gut? Was macht uns richtig viel Spaß? Viel Spaß? Wo können wir andere Freude bereiten? Schauen wir doch mal hin, was unsere Heilkräfte sind. Das Märchen vom Spitzwegerich habe ich vorgelesen aus dem Buch Neue Kräutermärchen von Volke T. Getoff. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das Buch bei uns in unserem Shop erwerben für 5,99 €. Wir haben noch andere schöne Märchenbücher. Zum Beispiel das Wildkräutermärchenbuch oder Sonnenwirbel für den König, Blumenmärchen und was über Wölfe und noch viele, viele andere. Schaut einfach bei uns vorbei, wir freuen uns auf euch. Bis bald!